das Interview mit Herbert Müller an, damit wir auch das noch können. Zunächst noch die Schiedsrichter vorstellen dieser Partie, obgleich sie Nicole Roth heute und setzt auch eine erste Parade. Jennifer Rode. Und das war Fiona Reichert. Jetzt hat sie das umgesetzt, was man ihr auf der Bank gesagt hat. Jennifer. Den Ball relativ einfach wegfischen könnte. Auf der Gegenseite fischt aber auch Nicole Roth weiterhin. Noch eine Minute Unterzahlsituation. Der Zuschauer gelingt ja auch der Treffer. Nicht aufmerksam gewesen, Ballverlust. Aber die Torfrau rettet erneut. Linke wieder verkürzt. Und auf der Gegenseite Munja Smith. Wichtige Bewegung jetzt. Chance auf zwei Tore für Blomberg. Neckarsulm mit dem Tempo. Oh, das sah nach Gesichtstreffer aus. Und Tor. Starke Aktion. Schon haben wir eine andere Spielsituation, obwohl es beides mal geduldig ausgespielt war. Jetzt erstmal wieder Lena Ivanchuk mit der Parade und dann. Und auch den pariert sie. Und zum Ende spielt es nochmal so üblich mit der Parade. Damit gewinnt die Sportunion Neckarsulm. So, Shake Hands, wie gewohnt beim Handball. Schön gespielt ist ein bisschen. Können sich nicht richtig absetzen. Andererseits Buxtehude auch nicht. Und starker wieder Helena Wurf. Mikkelsen. Oh, ein wunderschöner Treffer von Kara Reuter. Die Lücken sind da und das muss sie Meter geben. Und zwei und Minuten zwei die nächste. Minuten. Oder sogar mehr. Die scheinen sich noch zu beraten. Schiris beraten sich. Es gibt tatsächlich die rote Karte. Die sieht ganz danach aus, ja. Klasse Parade von Sarah Super. Vor allem jetzt auch nach 50 Minuten werden auch langsam die Kräfte sicherlich nachlassen. Wow. Und wieder Super. Klasse gehalten hier von außen. Deckung. Stark gehalten. Stark gehalten. Dabei schnell nach vorne. Eine Wurfhalle stellen. Aber bei 5 Sekunden ist es äußerst schwierig. Ja, das war's. Buxtehude gewinnt mit einem Tor. 30 zu 31.
Natürlich hatten wir vor dem Spiel auch Michael Wiegler zum Interview. Hier die Worte von Michael Wiegler. Ja, und wieder eine schöne Einzelaktion von Mareike Thomeyer. Auch hier wieder das Auslösen. Mareike Thomeyer jetzt auf der Mitte. Und auf Rückraum links und auf der Mitte. So, es sind noch 2 Minuten zu spielen. Leverkusen sucht die sichere Variante und trifft durch Sophia Kormann, die da im 1-1 ein wenig Metzingen überraschen kann. Direkt im Gegenzug der Heber von Nocun und es steht Mariana Ferrara-Lopez. Das ist natürlich für die Elfen wichtig, dass es dann direkt immer weitergeht und zwar ein strafwürdiges Foul, denn es gibt 2 Minuten und das ist natürlich ein Brett hier für die Elfen, denn ja, und Sophia Kormann vielleicht bringt so, links außen läuft ein, wie wir es vorhin schon gehört haben. Mal schauen, wie die Elfen diesen Groschen wechseln. Ja, eigentlich sehr schön gespielt. Legt den Ball rein, da 29-23. Und Miranda Nasser lässt keinen Treffer mehr zu. Schlusspfiff. 29-23. Aber ich habe ja jetzt gelernt, wenn wir die Klasse halten, ziehen wir in die Stadthalle um. Ja, das ist mittlerweile gesichert durch Emma Martin vom 7-Meter-Punkt. Und Postwenden das 3-2 durch den sehr schönen Wurf aus der zweiten Reihe. Gespielt. Ja. Und den Wurf schön um die Abwehrspielerin rumgezogen, um den Block außen rum. Schönes Anspiel. Und Laura Sabo zieht da völlig übers Tor. Währenddessen Rita Lakatosch unter Bedrängnis. Und warum lassen wir sie eigentlich jetzt hier laufen? Ah, schöner Pass. Wow, Caroline Martins. Simona Matjowska hier mit dem 21-25. Ja, aber auch hier. Ah, schön. Den hat sie rausgeguckt. Das war der letzte Angriff des Spiels. 24-30. Der BSV Sachsen-Zwickau verliert sein Heimspiel im